Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 auf der PlayStation 5 von der Remastered-Version hier im New Game Plus 3 im vierten Durchlauf. Und wir sind hier im Feuerbannschrein, Bereich Feuerbannschrein angelangt und haben Judex Gundyr hinter uns gelassen und vorher schon diesen, ja, leichten, einfacheren Zwischenboss, sage ich mal, aber für Erstlinge auch kein leichter, nämlich dieser Kristall, diese Kristallechse, diese große, riesige. Und jetzt geht's hier zu einem nächsten optionalen, ne, optionalen, sage ich mal, Mini-Boss, traue ich mir fast schon sagen, nämlich der Schwertmeister. Und das ist sinnvoll, den zu machen und auch zu besiegen, denn dann kann man ihn später bei einem jo, heftigen Boss, auch optionalen Boss übrigens, dann als Summon, als Hilfe holen. Und deswegen werden wir den auch probieren. Ob ich ihn gleich beim ersten Mal schaffe, weiß ich nicht. Vor allem, ich bin mir nicht sicher. Ich bin doch immerhin New Game Plus 3 und ich weiß nicht. Es ist alles Neuland für mich. Es gibt übrigens auch einen Trick, dass man sich da oben auf diesen, ja, Vorsprung da hinstellt und dann irgendwie im richtigen Moment ausweicht und der fällt dann in die Tiefe. Aber ich weiß nicht, das will ich nicht probieren und nicht riskieren vor allem, sondern ja, mir. Probieren ihn auf konventionelle Art und Weise zu erledigen und beziehungsweise zu erlegen. Die habe ich eh vorher schon gemacht, die zwei Luschens da. Die waren nämlich nix, ja. Und jetzt wird es ernst, denn jetzt, oh Gott, schauen wir mal. Ich muss schauen, ich muss nur im richtigen Moment, ich werde ihn da mal ankommen lassen, indem ich ihm da gleich mal einen Headshot verpasse. Genau, und jetzt komm, na komm her. Komm her. Ja, ich muss da, ich warte mal kurz seine ersten Einzelschläge ab und dann sollte ich in den Angriff übergehen. Komm, ich versuch's in richtigen Moment, das ist meine Taktik. Ja, so geht's auch. Ja, so fällt er runter. So fällt er runter. So geht's und ich auch. Das ist super. Ja, mir fallen alle zwei in die Tiefe. Tolle Sache. Aber ist der jetzt tot? Ist der jetzt, zählt das? Ich glaube nicht, also das ist mir auch noch nicht passiert. Ein ganz cooler Tod war das jetzt. Ja. Double Kill, ja. Das haben wir gut gemacht. Also wäre es schön, wenn er tot wäre. Wenn meine Asche da jetzt oben liegen würde, die was ich mal wiederhole. Und seine auch. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber sie wird es wahrscheinlich nicht spielen. Denn da hat sie es wahrscheinlich noch nicht getriggert gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber wir schauen uns das mal an. Das habe ich auch nicht. Ich habe das Spiel schon sehr oft gespielt, aber das ist mir auch noch nicht passiert. Okay, meine liegt einmal da, aber er ist auch tot. Wirklich wahr? Hat funktioniert. Okay. Na gut, so geht es natürlich auch. Also bitte macht es so, das ist der einfachste Weg. Ja. Bitte, das funktioniert immer. Ja. Immer. Und wir bekommen seine Wäsche, sein Gewand des Meisters, die Handschuhe des Meisters und sein Uchi-Katana, seine Waffe. Also, ja, so kann man es machen. Ja. Okay, gut, da geht es nicht rein. Noch nicht. Ja, kommen wir später dann rein. Und auch vor allem raus. Und ja, da auf das Dach dann vor allem den Turm darauf, am Feuerbannschrein, das machen wir alles dann später. Unser primäres Ziel ist jetzt einmal in den Feuerbannschrein rein. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal das Ost-West-Schild mit. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht so toll. Wie gesagt, wir wechseln nichts mehr. Wir haben die beste Rüstung, wir haben das beste Schild. Wir haben mein Favorite-Schwert. Ja, also ich brauche da nichts mehr changen. Das lassen wir alles so, wie es ist. Und ja, da gehen wir. Schaut euch bitte da an, das im Hintergrund. Ha? Ist das ein Anblick? Ist das ein Anblick, bitte? Ein richtiges Bosskartenmotiv, ne? Würde ich beinahe fast schon sagen. Echt toll. Also, ja, einfach Wahnsinn. So, dann, ja, sonst ist da hier unten, glaube ich, eh nichts. Da um die Ecke, das andere ist dann erst oben. Da geht man eben mehr oder weniger in eine Nische herein, da geht sonst eh nichts mehr. Runterspringen würde ich nicht. Da mal Hunde. Hunde in Dark Souls, ja, brauche ich nichts dazu sagen, ja. Dann haben wir hier noch, ja, da war ich noch nicht. Eine Glut, immer gut, ja. Glut ist immer gut. Ja, und sonst ist da nichts. Das andere dann eher weiter oben dann. Aber das erreichen wir dann von woanders. Gut, wir gehen dann hier weiter. Ich will so viel wie möglich mitnehmen, will euch alles zeigen. Natürlich auch die ganzen Quests dann und so weiter. Ja, und jetzt, meine Lieben, sind wir im Feuerbannschrein. Ist das geil oder ist das geil?
Hier die Drohne der Aschefürsten, ja, die wir dann ganz am Schluss dann mehr oder weniger, ja, bestücken müssen, ja, mit den ganzen Fürstenaschen. Aber das ist noch ein weiter Weg hin. Und da sitzt schon der erste NPC da unten, mit dem können wir gleich einmal sprechen. Und das werden wir auch. Und das bitte für alle, die es noch nicht wissen, ganz, ganz wichtig. Ja. Man muss mit jedem sprechen, den Dialog komplett aussprechen lassen, bis er sich wiederholt. Und erst dann wird der jeweilige Pattern getriggert. Ja. Und so wird dann die jeweilige Questline von jedem halt dann weitergemacht. Und das wollen wir auch, denn bricht man dazwischen mal ab, kann es sein, dass dann, wie gesagt, der nächste wichtige Punkt nicht fortgesetzt wird und ja, die Quest kann dann blöderweise sogar scheitern, ja, und das wollen wir nicht. Und deswegen wirklich mit an jeden sprechen, bis sich das ganze Quakelt wiederholt. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? Ja, ein Lachen haben sie alle drauf, das ist eine Katastrophe, ne? Sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. Ja, er sagt eigentlich eh dann dasselbe, einmal schauen wir noch. Aber er wiederholt sich, ihr seht's. Er hat da momentan noch nichts zu sagen. Und es ist Hogwood und es wird eine lange Quest, die sich dann auch bis gen Ende dann ziehen wird. Ja, aber den werden wir noch öfter sehen dann. Okay, eine weitere sehr wichtige Person ist hier, ja, diese Dame hier, diese nette, ja, hübsche Dame. Naja, Puppel, würde ich beinahe fast schon sagen. Ne? Die Feuerhüterin, ja, ihresgleichen. Sie ist blind, zumindest trägt sie eine Augenbinde. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es nur zum Spaß oben hat oder weiß ich nicht, ihre Aufmerksamkeit auf uns lenken will deswegen. Aber ich glaube, sie ist wirklich blind. Ich glaube, mit sowas macht man keinen Spaß. Jedenfalls kann man bei ihr dann immer aufleveln, ja, kann man sich dann Level-Ups holen und so weiter und so fort. Jo, sie, aber wie gesagt, ich gehe da so ganz genau ins Detail nicht ein. Dann eine weitere wichtige ist die Schreinmaid, ja. Die ist eigentlich ja schon eine ältere, gebrechlichere Dame, darum sitzt auch die ganze Zeit da. Schaut es dann einmal an. Seht ihr, jetzt sieht man es gut. Also die ist schon wirklich, die hat schon, die muss ja sich besser lassen, nehmen wir glaube ich auch, wenn es redet, dass nicht erstickt. Entschuldigung. Aber, jedenfalls werden wir in der Geschichte überall Aschen finden. Ja? Und die müssen wir dann der Schreinmaid geben, müssen wir nicht, ne? Aber sollten wir der Schreinmaid geben, um in manchen Quests dann voranzuschreiten, beziehungsweise ja, gewisse müssen wir, dass wir überhaupt weiterkommen in Quests. Für andere wieder erweitert sie dann ihr Portfolio und man kann schöne, tolle Sachen bei ihr kaufen. Und das ist sehr dankbar und sinnvoll. Also die Schreinmaid. Gell? Und dann haben wir hier noch, den kennen wir auch, in Andreen Schmidt, ja, kennen wir schon aus Dark Souls 1, ja. Unter anderem, in Dark Souls 2 gab es ja auch Schmidt und in Demon's Souls gab es auch Schmidt und in Elden Ring jetzt gab es auch Schmied, oder? Sicher, freilich. Oder? Schon, oder? Nicht? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Oh ja, da war doch was. Egal. Gut, was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, bei ihm kann man dann... Ja, ein Fremder, ich bin André, ja, er ja, ist halt hier der Waffenschmied, ja, ich will jetzt ein bisschen, ja, bla, genau. Also man kann bei ihm Waffen verstärken, man kann sie durchwirken, man kann sie reparieren, obwohl Ausrüstung reparieren ist dann sinnvoll, ja, wenn sie abgenutzt ist mit der Zeit, obwohl hier ist es, glaube ich, so auch bei der Waffe, wenn man an einem Leuchtfeuer rastet, wird auch die Waffe wieder mehr oder weniger, ja, repariert und man muss dann nichts mehr machen. Estus Flakons kann man zuweisen, verstärken, das heißt, man kann sie entweder ich habe zum Beispiel 15, man kann sie ändern, dass man zum Beispiel alle 15 nur auf, wenn man einen nimmt, auf Lebensenergie dann trimmt, beziehungsweise man kann sie auch auf Mana trimmen, da kann man dann
das Balance, die Balance dann den Ausgleich dann richten, wie man will, zum Beispiel bei 15-8-7 Verhältnis oder je nachdem, oder eben 15-0, wie man dann halt will, kann man das hier auch dann ändern, Estoflakon verstärken. Ich brauche da gar nichts mehr machen, mehr oder weniger, denn ich bin überall outgemaxed, habe das Beste, brauche meine Waffe nicht mehr durchwirken, nichts mehr ändern. Ich brauche in Schmidt das ganze Spiel lang nicht mehr. Aber ein lieber Kerl, ja, der André von Astora. Und ja, wie gesagt, für Erstlinge ganz wichtig. Also da seid, weiß ich nicht, dauernd, ja. Und dann da unten, das ist nur hinter ihm, und dann da unten geht es dann einmal nach links und einmal nach rechts, ja. In diese Richtung werden dann sich mit der Zeit sämtliche NPCs einlisten, ja, will ich beinahe fast schon sagen. Die haben kein anderes Zuhause, die sind arm, ja, oder wurden verstoßen und finden dann hier Zuflucht, ja. Ja, also Sanctuary für die ganzen Freaks dann da. Ja. Die kommen dann alle hier her und ja, sehen wir dann im Spiel alles. Auf der anderen Seite, ich gehe jetzt da unten durch, quasi unter einen Dreh durch, ja, man kann oben auch natürlich da runter gehen, da nistet sich dann später einer ein und überall da dann auch bald einer, das kann ich mir in so, also eh bald schon, ja, da geht es dann wieder rauf und da hinten wird dann auch bald wer sein, aber eines nach dem anderen, Step by Step, nur so viel kurz dazu, das ist der normale, also quasi das Erdgeschoss, sage ich mal, ja, vom Feuerbandschrein und da geht es halt nach unten und dann geht es auch noch rauf, dann geht es auch noch nach oben, also der ist nicht klein, der Feuerbandschrein, da kann man unter das Dach dann später auch noch und am Turm rauf, schauen wir uns dann später alles an, ich gehe immer falsch, ich muss genau auf die andere Seite rüber, aber genau auf die andere, unvorstellbar, so dann gehen wir da gleich rauf und da jetzt nämlich, wenn ich da jetzt rausgekommen bin, wieder nach außen, ja, können wir aber gleich, macht zuerst da, egal, in diese Richtung, da ist dann glaube ich ein Sackgasserl, da ist nichts mehr sonst viel, immer diese, ja, das Leuchtfeuer wird dich gegen Lothric bringen, ja, das ja, und da ist eh dann Sackgasse, ist nichts, ist auch keine Illusory Wall, da könnt ihr draufschlagen, was wollt, ne, da tut sich nichts. Und in die andere Richtung, da ist jetzt auch momentan noch niemand, da wird später dann auch jemand dann sich einnisten, ja, den werden wir dann da oben dann treffen, da übrigens gehen wir auch rausgehen, nämlich hier, dann da, da nistet sich dann auch wer ein, so, und dann kann man hier rausgehen und jetzt sind wir da quasi heroben, wo wir vorher da unten waren, ich glaube, war das da, das war da gar nicht da, war das? Ah, das war da gar nicht. Das, oh ja, da unten waren wir vorher, da lag glaube ich ein Item, genau. Und jetzt sind wir eben da heroben und jetzt könnten wir da dann rein, jetzt können wir noch nicht rein, denn es ist verschlossen. Da könnten wir dann um 20.000 Seelen uns einen Schlüssel kaufen, da können wir dann da rein, ja. Und dann kommen wir dann auf den Turm rauf. Da kommen wir nicht hin, also so hoch, weil wir können ja nicht springen, ja. Also in Dark Souls und so, die in meisten vom Software-Spiel, fast allen, kann man nicht springen. Das ist ein bisschen dämlich, also ein Mann seiner Klasse, für den wäre das normal überhaupt kein Problem, aber ist halt so. Wenn man geschickt ist, kann man mit so einem beherzten Sprung da über den Baum da so rüberspringen und kommt darauf. Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft. Ich weiß auch nicht, Mir ist, glaube ich, einmal gelungen, aber da habe ich mich komplett umgedirndelt bzw. ausgezogen und ging mir wie als Bettler, als diese Rasse, Stadtrasse, die was nichts anhat, ist man dann schneller und noch agiler, dann kommt man da vielleicht mit einem Sprung dann da so rauf. Aber es geht, es ist machbar, es ist auch gar nicht so kompliziert, es bedarf vielleicht ein paar Anläufen. Dann kommt man da auch so rauf, ohne diesen Schlüssel, ja, kann man das ein bisschen umgehen. Aber ich hole mir einen, weil es wurscht ist, weil es trifft ja keinen Namen, ne? Also in dem Fall. So, gut, dann holen wir uns hier dieses Item und das ist eine Seele eines furchtlosen Helden, das ist ein Seelencontainer, wie gesagt, das ist die Währung im Spiel. Ich überlege nur gerade, den Schlüssel kriegt man den dann erst später oder bei der Schreinmaid gleich. Ich könnte ja ganz Moment, ich probiere aber ganz kurz was. Nein, ich probiere es nicht. Ich probiere es doch nicht. Wir schauen dann später. Wir machen das Schritt für Schritt. Ich muss selber wieder kurz immer ein bisschen nachdenken, weil es schon wieder Randall her, wo ich das gespielt habe. Und ich will euch wirklich so viel wie möglich zeigen, beziehungsweise alles zeigen.
Genau, da kamen wir rein, das war der Hauptweg, ja, in den Feuerbandschrein. Oben waren wir jetzt einmal und das ganz oben, das schauen wir uns dann später an. Da übrigens seht ihr, da liegt auch was und da ganz oben ist dann auch noch ein Vogelnest, ja. Ich sage nur Snuggly die Krähe, sagt vielleicht noch einigen etwas, ja. Dark Souls 1, Dark Souls 2, ja, weißt du Bescheid. Genau. Gut, dann haben wir da Feuerbandschrein grob einmal erledigt, fürs erste Mal. Und wie gesagt, das Wichtigste immer mit allen reden, ja. Mit Hogwood haben wir mal gesprochen jetzt und jetzt können wir, Moment, da mal hergehen. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Ashen one, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen one, bring me souls plucked from their vessels. Ja, also was ich eh vorher schon gesagt habe, das sagt sie jetzt auch noch einmal. Wir müssen halt die ganzen Fürsten Aschen, ja, die Fürstenseelen, mehr oder weniger Aschen, hierher bringen und auf diesen Thronen, Drohnen ablegen. Ja. Und ja, das sind eben diese Hauptbosse, mehr oder weniger. Dazwischen gibt es 100.000 andere auch noch. Also es wird noch sehr lustig werden. Aber wir werden sie alle besiegen. Alle werden wir sie hinrichten, will ich beinahe fast schon sagen. Werd schon sehen. Ja, tschüss. Ich habe jetzt gar nichts gesagt. Ne? May the flames guide you. Eine tolle Aussage. Wunderbarst. Ja, wunderbarst. Okay, gut. Und ich habe ja vorher bei Judex Gundir dieses Schwert mehr oder weniger erbeutet. Ja? Und dieses gewundene Schwert werde ich jetzt hier in der Mitte einbetten. Und das machen wir jetzt gleich einmal. Denn nur so kann ich dann in die Welten reisen. Seht's? Schaut schon mal sehr hübsch aus hier. Und das Leuchtfeuer wird entzündet. Das ist hier, wie gesagt, die Basis, der Hub des kompletten Spiels. Ja. Wir werden immer wieder hier zurückkommen, mit den NPCs reden, Quests weiterführen und so weiter und so fort, aufleveln. Obwohl aufleveln werde ich nicht mehr recht viel können, denn ich weiß nicht, was jetzt schon Level Up, mal schauen, würde mich jetzt selber interessieren, was das nächste Level Up ist. Naja, eh nur 374.753 Seelen brauchen wir eh nur fürs nächste Level Up, es ist nicht so, ne? Also ist schon, ja, also wie gesagt, wird nicht mehr viel passieren, aber wie gesagt, brauche ich auch nicht. Also das Einzige, was ich machen muss, ist einfach nur gut spielen als andere. Viel mehr wird sich da nicht mehr ändern, also dass ich da, und da geht auch nicht mehr viel, wenn ich jetzt ein Level-Up habe, da marginal vielleicht um einen, zwei Trefferpunkte habe ich dann mehr vielleicht Leben, wenn ich da auf Leben, auf Vitalität gehe oder die Stärke, mein Schadensoutput, da tut sich gar nichts mehr. Also das wird noch, ja, ist ziemlich zach, also C. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht einen Dialekt immer spreche, weil, ja, gut, ich rede gern Hochdeutsch, also selten, ja, ist egal. Gut, dann muss ich mich umso mehr bemühen, aber mache ich ja für euch, ne? Mache ich ja für euch, weil es ist ja ein breites Publikum, schaut mal dazu, also auch noch quasi der Sprache übergreifend, also es geht dann auch schon in andere Sprachen auch rein, sprich Englisch, Französisch, aber ja, die verstehen mich auch blind, ja, also darum brauche ich da jetzt gar nicht irgendwie multilingual sprechen. Gut, aber was rede ich denn schon wieder zusammen? Ist ja eh wurscht, es interessiert eh niemand. Gut, aber was machen wir jetzt? Ja, wir könnten eigentlich gleich, soll ich noch? Obwohl, ja, ich setze mich mal hin, dann seht ihr es gleich einmal. Ich kann jetzt reisen, ich kann Zauber einstimmen, wenn ich Zauberer bin, ich könnte da jetzt mit, ja, mich da ein bisschen so, in, aber mache ich nicht. Meine Lagerkiste, da habe ich alles drinnen, meinen ganzen Ramsch aus mittlerweile 3 Durchläufen, Untotenknochensplitter verbrennen, brauche ich auch nicht mehr, ich habe so viele, aber ich bin voll, mehr geht nicht mehr. Untotenknochensplitter, die findet man auch immer in der Welt, das ist jetzt im Vergleich zu der Estus-Scherbe, die dann die Fläschchen, mehr oder weniger die Menge der Fläschchen bedeutet, wie viel Fläschchen ich bei mir tragen kann, mehr oder weniger zur Heilung, ist der Untotenknochensplitter wieder die Menge der Heilung. Ja? Also wie stark dann, wie viel es man dann auch auflädt, ja, pro Fläschchen.
Aber ich bin outgemaxed, das nehme ich nämlich auch immer in den nächsten Durchlauf mit, deswegen brauche ich das auch nicht mehr machen. Untotenmatch, oder ich weiß nicht, habe ich noch nie probiert, ist das PvP oder so, I don't know. Ist mal mehr oder weniger Schnurzpippen. So, gut, das war das mal. Ja, es wird eher lustig, auch dieses Let's Play, weil ihr kennt mich. Also die mich kennen, die mich schon ein bisschen beobachtet haben, beziehungsweise mal reingelugt haben, gelurkt in meine Videos auf meinem Kanal, die wissen ja, dass das bei mir eher oft ein bisschen auch sehr, sehr lustig ist. Gell? Okay, gut. Dann war's mal das. Jo, wir reisen einfach noch, wir haben noch 10 Minuten, machen wir noch. Den Beginn einmal, würde ich sagen, von der ersten großen Welt. Wir gehen in die Welt hinaus, zu den hohen Mauern von Lothric. Und da geht es jetzt als erstes hin und dort reisen wir auch hin. Und wie gesagt, wenn es dann mit den Quests so richtig losgeht dann und weiter geht und so, ich werde euch immer am Laufenden halten, dass wir da nichts verpassen. Und ein oder zwei Quests werde ich nicht vollenden, weil die parallel mit anderen laufen und sonst crashe ich mal die andere wieder. Und deswegen werde ich euch die, was ich nicht vollende, euch dann den Lösungsweg so sagen. Also ihr versäumt nichts. Gut, da Kelch und das kann man nicht nehmen, schaut optisch sehr gut aus, aber ja. Sonst ist da momentan noch nichts und wir gehen da jetzt mal raus und dann haben wir gleich einen Augenöffner. Einen ordentlichen Augenöffner. Ah, ist das schön. Wahnsinn, ne? Ah, was sagt's da? Nichts mehr. Ha? Die hohen Mauern von Lothric. Bitte, oder? Ist das, also, ist das was oder ist das nichts? Ha? Ha? Na? Ha? Was? Ne? Da sagt es nichts mehr, ne? Okay, gut. Dann starten wir hier gleich mal. Ja, so Kisten und so Sachen kann man alles zerschlagen. Würde ich auch machen, denn oft sind hinter denen Seelen versteckt. Und wie gesagt, am Anfang überhaupt, lasst euch Zeit. Ich meine, das müsst ihr euch sowieso in Dark Souls sowieso durchrushen. Da tut es nicht lang. Denn ja, die Gegner, die verfolgen einen oft sehr weit. Und ja, dann ist das schnelle Ende. Aber da kommt man dann eh selber drauf, beziehungsweise ist noch jeder Dark Souls-Spieler selber drauf gekommen. Gut, als erstes geht es da mal runter. Wir werden gleich mal das Leuchtfeuer hier entzünden. Jawohl. Und dann geht es mal munter weiter. Ich brauche mich noch nicht hinsetzen, denn ich habe noch immer 15. Ja, da müssen wir dann übrigens auch hin. Ich gehe aber nicht in die Richtung zuerst, sondern in die andere Richtung. Darunter. Und bevor ich darunter gehe, gehe ich noch daher, denn da sitzt schon so ein Freak um die Ecke und glaubt, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe ihn gesehen, genau. Gute Nacht, ja. Ein Speer war das. Oder sowas in die Richtung, ja. Alles zerschlagen, ich bin ein bisschen aggro gerade. So, da unten haben wir dann, ja, sag ich mal, im ersten Bereich, wo so ein bisschen wird, ja. Die tun nichts, ja. Die tun nur beten oder keine Ahnung, was die machen, ja. Oder sind die auf, weiß ich nicht, wegen dann Trip oder so, keine Ahnung. So, die Hunde sind einfach nur Scheibenkleister. Ja, einmal blocken und ist am besten. Und dann, ja, machen wir hier auch. So, und dann Schlag und Tod. Und da jetzt der erste, ein bisschen schwerere. Unter Anführungszeichen. Da bedarf es schon drei Schlägen. Ja, drei waren es. Und hier auch sehr schön gemacht hier. Diese ganzen Statuen oder was das sind hier. Und diesen, ja. Ist echt schön gemacht hier. Die ganze Kulisse und alles, das ist schon beeindruckend hier, wenn man hinschaut. Ne? Echt, echt toll. Ich überlege gerade, das ist das da nicht so. Was das schaut das? Ich habe nur mit mir selber gesprochen. Denkt euch nichts. Ab und zu passiert das. So, ich gehe jetzt da mal weiter. Dann schauen wir da nach oben. Und da jetzt wird es gleich einmal interessant und schwer. Ich habe am Anfang gesagt, bei Judex Gundyr, da ist ihm hinten sowas so Teerartiges rausgekommen. Und das ist, sowas haben die da auch. Ja? Diese eigentlich normalen Gegner, einfacheren, wenn man da zu lange wartet, dann mutiert der und ja, transformiert in so ein komisches ja, Vieh. Ja? Und das hat es dann ordentlich drauf. Und wir schauen natürlich, dass wir da dem entgegenwirken und das vorher töten, bevor er sich da überhaupt noch verändern kann. Und darum, ihr seht da heroben, ist der schon, ist es der, glaube ich, der, was da steht, so, neben den Knienden, jetzt weiß ich nicht, ist der oder ist der, schnell hin und gleich einmal, der läuft weg, wer sich fürchtet, bringt ihm aber auch nichts, so,
Und okay, dann waren wir schneller diesmal, ja. Weil wenn man dann zu langsam ist, dann verwandelt sich das in, ja, so ein komisches Vieh. Aber die sehen wir dann sowieso noch, wo man dann, ja, dem nicht mehr entgegenwirken kann und die dann automatisch schon so sind. Aber dann erst viel später. Da gibt es auch nicht viele Schlangen da dagegen wie ich, es bringt aber nichts. Ja, diese, die tun nichts. Also wenn man sagt, ich bin der Pazifist in Person, dann lasst man es leben, aber ja. Ja, das war übrigens ein Backstep. Das ist in der richtigen Entfernung von hinten. Distanz, wenn man dann mit R1 dann einen Angriff macht, macht man so einen Backstep, das ist immer Crit-Schaden. So schaut das dann aus. Wie auch die Drop-Attacks, die sind dann genauso. Da macht man dann immer viel mehr Schaden als normal. Jo, sonst ist da in diesem Bereich eh nichts gewesen. Da geht es auch nicht weiter, nur Geröll, Geröll, Geröll. Und Steine und Steine und Steine. Gut, wir gehen da wieder runter. Und jetzt könnte ich mal, ich zeige es euch mal, da runter schauen, obwohl mir das jetzt noch nicht wirklich viel bringt. Jetzt habe ich Angst gehabt, den habe ich eh schon. Oder, ich habe, ich. Ja, da ist nicht mehr, viel, da ist nicht mehr viel drauf auf den, ha? Ja, es ist immer, wenn man sich zu genau umsieht und dann immer vorher schauen, dass man die Gegend einmal ein bisschen säubert und dann erst in Ruhe schaut, weil sonst kann das passieren, was gerade passiert ist. Ich spring mal von darauf, obwohl ich schaue, ob da was ist, aber es ist eh nichts. Manchmal, wie gesagt, ist was hinter die Kisten. Sonst ist da, ist der lebt dann, glaube ich, auch noch. Den, das war eh der von vorher. Der kommt dann nicht mehr. Allerdings der lebt. Und da ist, wie gesagt, immer besser. Man drückt R3, man markiert sie, dann sieht man gleich, lebt er oder lebt er nicht. Ja? Und man kann dann leichter. Ja, hat man einen besseren Überblick. Hier kommt man nicht rein, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Ja, der bekannteste Spruch in Dark Souls-Spielen. Okay, auch hier diese, ja, diese komischen, leidenden, will ich beinahe fast schon sagen, Gestalten hier auf diesen, ja, Ästen. Es schaut sowas von hässlich edel aus. Hässlich edel würde ich beinahe fast schon, das wäre ein cooler Screenshot sogar, aber. Okay, ich halte mich schon wieder zu lang auf. Ich halte mich da schon wieder zu viel auf. Gut, also da herunten geht's. Wo bin ich denn? Da herunten dann. Da unten geht es nicht weiter, wo ich jetzt war. Darum gehen wir jetzt wieder zurück. Rauf, wo das Leuchtfeuer war. Und ja. Dann geht es in diese Richtung runter. Und auch hier haben wir dann wieder einige Gegner. Die lustigen da, die tun uns wieder nichts. Allerdings der da schon. So, besten blocken und schack drauf, eine auf die Nuss. Genau. So, ich mag es auch, weil die stören mich, die so bewegen. Der Lustige da, der ist schon, der kommt jetzt gleich, oder? Ah, das sind doch mehr, na komm. So, bam, und der nächste. Und bam, ja. Und der nächste. Das ist, glaube ich, schon ein stärkerer, der braucht schon. Na, auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Braucht auch nur einen. Ja, es sind, ich sag, ein paar Seelen, die kann man sich holen. Aber viele sehen nicht. Die bringen noch nicht so viel ein. Da oben haben wir noch was liegen. Ich nehme alles mit, soweit es geht. Ich bin mir sicher, wir werden nicht alle finden. Jeden Einzelnen. Ich werde schauen, so weit wie möglich alles zum Kriegen. Aber ja, schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. So, auch du bist des Todes. Und hier schlage ich auch auf alle Kisten alles ein, weil irgendwo da zum Beispiel unter dem Tisch liegt auch was. Genau. Auch eine Brand, zwei Brandbomben. Ich brauche eigentlich gar nicht viele Items, mit die ich da hantiere. Der kann sich da hinten verstecken, aber nicht mit mir. Man kann es auch anders machen, man muss zerschlagen, man kann auch durchrollen, ja. Das geht auch. Geht sogar vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Aber ja, wie man dann will, ne? So, da raus können wir jetzt gerade noch nicht, ja. Da kommen wir dann hin oder bald hin. Und ja, jetzt geht's da übrigens, da die kriegen wir auch von da noch nicht. Ja, die müssen wir uns dann auch anders holen. Ja, leider Gottes. Dann. Und jetzt geht es da mal runter. Herunterklettern. Zweimal auf Kreis rutscht man die Treppe runter, es geht dann schneller. Und da draußen dann das erste, ja, erste Mal ein bisschen, ja, Herausforderung, würde ich sagen. Wenn man von Herausforderungen sprechen kann. Jedenfalls ist da ein Drache dann oben. Ja. Da einfach dann schnell durch. Ich zeige es euch mal. Ich werde die Freaks da mal ankommen lassen.
Weil wenn ich dann zu weit nach vorgehe, dann speit er schon sein Feuer, der Drache. Der Herr Drache. Au, das war fies, das war gemein, das tut man nicht. So, kommst du da her, Drache, oder kommst du erst oben? Ich könnte mir die gleich umbauen, ist da nicht mehr, machen wir gleich. Man kann oben oder unten gehen, das ist eigentlich wurscht. Die haben auch Brandpfeile, aber ja. Jetzt bin ich tot sogar nicht, weil ich nicht geschaut habe, ich bin so dumm. Also das ist mir auch noch nicht passiert, ja. Das ist mir auch noch nicht passiert, Entschuldigung. Ja. Ich mag es gleich wieder gut. Okay, soll vorkommen. Das war jetzt wirklich dumm. Okay, gut, ich gehe da jetzt ein bisschen schneller vor, weil die... Okay, bin ich schon wieder da. Das ist, wenn man nicht schaut, ne? Nur redet und nicht schaut, ne? Multitasking ist nicht meins. War's noch nie. Habe ich auch schon öfter erwähnt. Multitasking ist nicht meins. So. Gut, dann da runter gleich. Könnte man gar nicht. Naja, ich könnte runterspringen auch, aber wir machen es anders. Habt ihr es gesehen? Ein Roundhouse-Schlag war das. Ein 360er. So, wir sind eh schon wieder da. Und jetzt bitte ein bisschen mehr Konzentration. Ja. Konzentration. Sowas darf nicht mehr passieren. Sowas darf nicht mehr passieren. Hallo? Sag mal. Du Freak, du. Okay. Okay, gut. Jetzt reicht's dann. Jetzt reicht's dann wirklich. Jetzt reicht's dann wirklich. Schau, wie sich heilt der Freak. Nicht mit mir. So. Also selbst zu Beginn die einfachsten Gegner darf man nicht unterschätzen. Er ist auch ziemlich langsam, ja? Finde ich, kommt mir vor. Aber ja, okay, gut. Das war der untere Bereich. Ich heile mich noch einmal. Das war mal der untere Bereich. Ich überlege gerade, gehe ich von der anderen Seite? Eigentlich bin ich immer anders vorgegangen. Aber gehen wir mal so, ist ja wurscht. Da kommt dann das erste Mal ein stärkerer Boss. Es ist ein Lothric Knight. Den werde ich dann besiegen. Ich werde jetzt da noch rübergehen zum Dach und dann mache ich wieder mal einen Cut. Werde ich dann kurz setzen. Ich glaube, die leben auch alle. Die stellen sich nur tot jetzt. Die sind, ja, wie die Hennen, ja. Die, was sich tot stellen. Und der ist gar nicht so ohne. Vielleicht kann ich ihm einen Backstep verpassen. Ja, die gehen gar nicht so leicht zum Backsteppen. Ah, das war fies jetzt, aber war es besser gegangen, als ich dachte. Gut, wie gesagt, ich muss mir immer vor Augen halten, dass ich nur ein Plus 3 bin, also so ist es nicht. So ist das wirklich nicht, also Bonnyhofer ist das nicht, ein Kindergeburtstag, auf keinen Fall. Also unterschätzen darf man das auf keinen Fall. Und Mensch meines Alters sowieso schon gar nicht. So, jetzt überlege ich, wahrscheinlich komme ich da jetzt nicht rein, weil ich von der anderen Seite komme. Ja, genau. Also, ich bin jetzt falsch gegangen. Eigentlich geht man anders, ja. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue mal von dieser Seite, aber ja, dann wissen wir das auch. Weil der normale Weg ist eben nicht so, wie ich jetzt gegangen bin, sondern gleich darauf, wenn man rauskommt. Und da ist jetzt oben der Drache, ja. Und da jetzt bitte die Beine in die... schnell durch und genau, dann kann er mal zum... so schon mal nichts passieren. Und dann holen wir uns das nach der Reihe. Ja, der ist jetzt auch ein bisschen der erst Anfangsstadium von Parkinson, würde ich sagen, hat der gehabt. Und ihr habt es jetzt gesehen, der Drache hat da draußen jetzt einmal ordentlich aufgemischt und hat schon mal ein bisschen was gekillt, ja. Und man kann jetzt, wenn man will, sich kurz die ganzen Items holen, ja. Man muss wirklich schnell sein. Ich werde es mal probieren, einmal Glut. Ja, das ist eben das Gefährliche jetzt dran. Ich hole mir es aber trotzdem. Ich will nur alles holen, weil ich alles holen will. Ich lasse das noch einmal so eine Salve abwarten. Die Gegner sind mal alle tote. Da gibt es nichts mehr. Da wächst auch nichts mehr. Weil das vorher immer noch ein bisschen nachlodert. Und jetzt schnell sein. Und eine Keule. Ich gehe noch einmal zurück. Ich weiß, das ist das Spiel mit dem Feuer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich will es trotzdem machen. Nur für euch mache ich das. Weil ich es kann. So, und jetzt schnell und... ja, renn durch. Ich will nur da nach hinten. Denn das ist, glaube ich, irgendein Schwertchen, wenn man nicht alles täuscht. Ist das...
Ist das... Komm. Ist das... Das Kleber nämlich, genau. Ich heile mich nochmal. Ja, es ist, ich weiß, das ist gerade ein bisschen... Ja, muss man nicht machen. Aber ich habe es eben gemacht, ja. Und sollte man nach dem Einsammeln des Claymores zum Beispiel sterben, macht das auch nichts. Und man hat nicht viele Seelen, dann lassen wir die einfach liegen. Das Claymore bleibt einem erhalten, ja. In dem Fall, ja, ich hab's. Habe jetzt ordentlich viel Estus verbraucht, aber ich habe hier alles eingesammelt. Wie gesagt, das kann man machen, muss man nicht. Ich wollte es euch nur zeigen. So, das war mal das. Dann noch Kistenklopper spielen kurz. Genau. So, ja, da sind wir jetzt drauf. Jetzt müssen wir da runter und dort drauf, ja. Da nach unten und die nächste Leiter rauf. Und da haben wir jetzt eine Kiste, das ist leicht zu übersehen. Und da sitzt zum ersten Mal, wenn man ganz genau schaut, die atmet. Die Kiste atmet, ja. Und das ist eine Mimik. Das heißt, in diese Kiste ist eigentlich keine Kiste, sondern ein gefährlicher Gegner, ja. Den werde ich euch jetzt gleich einmal zeigen, wie der ist, ja. Also wirklich, der, wenn ein der mal packt, extrem hässlich mit einer riesig langen Zunge, ja. Das ist ein richtiger Mick Jagger-Verschnitt, würde ich sagen. Aber der ist wirklich, boah. Und das sieht man eben, indem sie atmet, beziehungsweise die Kette. An der Kette kann man sich auch orientieren. Wenn die nach vorne schaut, ist es eine Mimik. Wenn sie nach hinten schaut, ist es eine normale Kiste. Also braucht man keine Angst haben, dass irgendwas passiert. Es gibt da noch spezielle Items, ich sag's euch gleich. Ich glaube, das ist das Untotenjäger-Amulett. Das kriegt man dann später. Es ist ein Tropfen von Gegnern auch. Das blockiert bedingt die Estus-Regeneration. Das heißt, es ist zum einen ein toller PvP-Gegenstand, der dann den Gegner mehr oder weniger zeitlang nicht aufheilen lässt. Ja. Und auch kann man dieses Untotenjäger-Amulett auf solche Kisten werfen. Dann kann man sie... öffnen sie sich von alleine und man kann ohne Probleme den Inhalt entnehmen, ja, kann man machen, ja, kostet einem aber eben so ein Jäger-Amulett. Wir werden diese Mimik jetzt noch schnell besiegen und dann werde ich eine Partpause mal machen und dann geht es hier weiter. Also auch diese Mimik hier, kann man das auch zerstören, ich will alles kaputt machen, weil es wurscht ist, weil ich es kann. So, genau, und ja, da ist noch was, es ist eh nichts hinten, es ist eh... Ich glaube immer, aber ich schaue immer wieder. Ich schaue immer wieder nach. Okay, also Mimics am besten, wenn man schon draufschlägt, nie von vorne, bitte. Nie direkt von vorne, immer so leicht schräg, ja, weil die meistens versuchen sie sofort einen zu greifen. Ja. Und wenn man so schräg steht, ist die Chance eher geringer, sage ich mal. Und wir werden es gleich mal probieren und los geht's. Und bevor er sich noch überhaupt einmal... bewegen kann oder in Angriff übergehen kann, ist auch schon tot. Da habt ihr es viel gesehen. Und was auch cool ist, eine abgründige Streitachs, toll auch, die hat schon irgendeine Fähigkeit dann auch, macht die irgendeinen zusätzlichen Schaden. Ich schaue mir das gleich einmal an. Die habe ich jetzt aufgenommen. Die hätte physischen Schaden 96 und zusätzlich noch einmal 96 Dunkelschaden. Also für Erstlinge eine tolle Startwaffe, ja. Sofern sie es auch tragen könnt. Ja, ihr braucht unten einmal die benötigten Attribute natürlich auch. 12 Stärke und 8, das ist, glaube ich, Geschicklichkeit. Ist eben aufgebaut eher auf Haut drauf Typ. Ja. Also da sollte man einmal als Attribute haben, dann kann man sie auch schon führen und dann wäre das eine tolle Startwaffe. Also sehr zum Empfehlen, ja. Aber dafür müsst ihr halt, wie gesagt, diese Mimik töten, ja. Das ist einmal wichtig. Okay, das soll es für diesen Part gewesen sein. Das nächste Mal geht es hier munter weiter bei den hohen Mauern von Lothric. Und ja, dann hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Dark Souls 3 auf der PlayStation 5. Also macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.